Bevor ich die Dichte rechne, will ich sie erst grob schätzen. Das ist Fichtenholz. Also weiter geht's. Das sollte man auswendig wissen. Ein Liter Wasser hat eine Masse von einem Kilogramm und hier ist zwar ein Liter Milch und kein Wasser, aber ungefähr ein Kilogramm. Ja, wenn man das so in der Hand hat. Und jetzt lasse ich dieses Fichtenholz schwimmen. Es ist so ein bisschen Brechung. Eigentlich ist es ja weiterhin alles rechte Winkel. Oh, und es ist zur Hälfte drin. Also wenn bei Wasser ein Kilogramm ja, pro Kubikdezimeter ist, ist es doch hier ungefähr 0,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ja, und das ist meine Dichte roh, ungefähr grob geschätzt. Darum geht's. Ich kann es aber auch genauer machen. Ich habe es gemessen. Ich habe hier 5,5 Zentimeter, 5,5, 10, alles Zentimeter, Zentimeter, Zentimeter. Wenn ich als Dichte wieder Kilogramm pro Dezimeter hoch 3 macht, dann war ich beim Volumen, tue ich das alles in Dezimeter umrechnen. Ja? Also 0,55 Dezimeter mal 0,55 Dezimeter mal 1 Dezimeter und dann habe ich 0,0302 Kubikdezimeter. Die Masse auf die Küchenwaage 302 Gramm. Auch im gleichen Kilogramm, 0,302 Kilogramm und bekomme hier 0,42 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ein genauerer Wert, aber der Schätzwert war auch nicht schlecht. Ja, und jetzt Buchenholz, also wenn hier die Hälfte ist, dann ist das da drüber. Also meine Schätzung wäre jetzt so, für Buche, roh gleich, ich würde bei 0,6 schätzen, mein Buchenholz, ja. Kilogramm pro Kubikdezimeter. In Wikipedia steht was von 0,7, aber wir sind so in dem Ding. Steine gehen unter, ja, beim Stein meistens so 2,8 Beton, 2, das kann man dann schon, ja, das geht. Und Eisen ist dann hat noch eine höhere Dichte. Styropor, das taucht hier kaum auf, ein. Also da ist jetzt dann wirklich, ich würde sagen, weniger als 10%. Also roh kleiner 0,1 Kilogramm pro Kubik. Dezimeter. Ja, so. Also einfach, wenn ich das hier so. Und Wikipedia 0,06 habe ich. Es gibt verschiedene Styropordichten. Ja. Aber der so in dem Bereich ist es aber ein blasses Schwimmen und dann sehe ich das. Genau.